willkommen auf Rumpelhausen. Wir zeigen euch heute, wie ihr eine sehr leckere Zitronenlimonade machen könnt. Los geht's! Ihr benötigt eine Zitronenpresse, Zitronensaft, dann eine Lavendelblüte, Zitronenmelisse und Pfefferminze, 5 Zitronen, 2 Schneidebretter, Agavendicksaft, 1 Esslöffel, 2 Messer und was zum Umrühren. Dann noch eine große Kanne, wo ihr das Ganze danach reinfüllen könnt und ganz viel Wasser. Als erstes schneidet ihr eine Zitrone in dicke Scheiben, damit das Getränk auch einen schönen Geschmack bekommt und sehr erfrischend ist. Wenn ihr damit fertig seid, sollte das ungefähr so aussehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier oben Zitronen reinstecken. Als nächsten Schritt halbiert ihr alle restlichen Zitronen. Wenn ihr damit fertig seid, presst ihr die halben Zitronen in einer Zitronenpresse. Wenn ihr das erledigt habt, nehmt ihr den Deckel von der Zitronenpresse ab und schüttet den gepressten Saft in eure große Kanne. Als nächstes kommt der Agavendicksaft rein. Davon benötigt ihr 3 Esslöffel. Wenn ihr alle Zutaten drin habt, kommt nun die Wasserkanne. Und damit könnt ihr dann eure ganze andere Kanne voll auffüllen. Anschließend rührt ihr alles um. Nun müsst ihr nur noch eure Kräuter hineingeben. Am besten macht ihr die vom Stiel ab, außer die Lavendelblüte. Die könnt ihr einfach ganz reinmachen. Und danach nochmal kräftig durchrühren, dass es überall verteilt ist. Dann ist die Limonade fertig. Das war die Anleitung für eine einfache, aber leckere Zitrone.